Hi, du, ich hoffe, dir geht's gut. Heute machen wir ein Pulled Chicken, ein richtig geiles proteinreiches Rezept. Wenn du mal sehen willst, wie das geht, dann bleib doch einfach mal dran. Als erstes, bevor wir überhaupt irgendwie anfangen, Zutaten zu schneiden, fangen wir an, den Topf, den Dutch Oven, einmal vorzubereiten. Diesen ist ein gusseiserner Topf, den braucht entsprechend länger zum Aufheizen. Und Vorteil dabei ist, er hat eine ziemlich gute Wärmespeicherung. Ja, also kannst du auch hinterher, wenn die Gäste schon am Tisch sitzen, beziehungsweise wenn du schon fertig bist, kannst du den Herd runterdrehen oder ausmachen oder den Grill ausmachen und dann kannst du wunderbar das da drin warm halten. Und dann werden wir direkt mal die Hähnchenbrüste rubben und anbraten. Ich habe jetzt hier 1 Kilo Hähnchenbrüste. Das sind jetzt bei mir 6 kleinere. Du kannst aber auch gerne größere nehmen. Das ist für das Rezept, jetzt ist das völlig egal. So, einmal hier ein Brett nehmen, bitte, und dann, die sind gewaschen, trocken getupft, machen wir den Trick 17. Für manch einen, habe ich schon mal als Kommentar gelesen, macht es keinen Sinn, das Brett vorzuwürzen, aber es ist eigentlich nur klug. Weil, wenn du das Brett hier vorwürzt, hast du das schon unten. Und wenn du dann jetzt die Hähnchenbrüste drauflegst, brauchst du die gleich nicht mehr wenden. Ich nehme jetzt übrigens hier ein fertiges Rub gekauft. Und zwar ist das von meinem YouTube-Kollegen, den kennen wir uns eigentlich auch persönlich, schon ewig kenne ich nicht mehr gesehen, von Klaus Grillt. Die Rubs, die sind echt gut. Da hat auf jeden Fall Ahnung davon. Nichtsdestotrotz kann ich dir natürlich auch sagen, mach ein paar von meinen Rubs nach, die ich mal gemacht habe hier als, auf Video. Aber ich kann dir genauso gut vom Klaus dir empfehlen, weil die sind geschmacklich echt gut. So. Wie gesagt, jetzt schon mal anheizen, aufheizen, gleich ein bisschen Öl da reingeben und dann kommen die Hähnchenbrüste drauf zum Braten. Und parallel dazu, also wenn du es auf dem Grill machst, dann machst du sowieso erstmal alles auf dem Grill. Wenn du es in der Küche vorbereitest und dann hinter auf dem Grill transferierst oder auf Kohle oder sowas, dann kannst du das auch schon vorbereiten und währenddessen dann halt auch den Grill oder die Kohle halt durchbrennen lassen. Das geht auf jeden Fall alles auch. Und jetzt einmal in die Pfanne geben. In der Zwischenzeit, wo das jetzt ja auch alles brät, können wir schon mal die wenigen Zutaten schneiden. Und zwar brauchen wir eine Zwiebel. Ich nehme jetzt hier eine Gemüsezwiebel. Und dann brauchen wir gleich noch eine Paprika. Und das war es eigentlich schon an Gemüse. Weil, okay, Tomaten kommen auch noch rein, aber das ist Dosentomaten. Da brauchen wir jetzt vorbereiten. Von daher passt das schon. In der Zwischenzeit, wie wir die Zwiebel schneiden. Und es ist nicht so wichtig, dass man die mega fein schneidet. Es reicht, wenn, wie gesagt, die Hülle noch entfernst, das Rest zerkocht da gleich. Wenn du übrigens vernünftige Haushaltsmesser haben möchtest, die für den Alltag top sind, dann kann ich dir Wolfgang-Messers empfehlen. Und zwar sind die in Deutschland hergestellt, hochklassisch aus Deutschland, steht hier drauf, auch, und für den Alltag vollkommen ausreichend. Ich nutze die hier auch im Studio und da braucht man wirklich keine High-End-Premium-Messer für 300 Euro oder 500 Euro. Kannst du dir gerne kaufen, wenn du möchtest, aber für den Alltag sind die mehr als ausreichend. Siehst ja hier, wie scharf die sind. Und was willst du mehr? Ich benutze die jetzt auch schon seit längerem und die sind immer noch scharf. Von daher alles gut. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Öl in den Topf und dann kommen die Zwiebeln dazu. Ich empfehle dir, am besten dir sowas zuzulegen. Das ist ein Teigschaber oder eine Teigkarte. Gibt's aber, kannst du super mit Gemüse transportieren. Und das Fleisch habe ich übrigens rausgeholt, weil das immer die Zwiebeln ein bisschen anglasig ansitzen sollen. So, die Zwiebeln sind ein bisschen braun geworden unten. Ja, das liegt auch daran, dass der Rub ein bisschen vom Boden gelöst hat. Ist aber überhaupt nicht schlimm. So, Paprika auch nochmal kurz 2 Minuten anschwitzen. Ist aber überhaupt nicht das Problem der Paprika, weil die wird es garen nachher, wir garen das ja ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, wird es auch weich.
Linkenbrüste auf der kurzen Zeit bei einem Anbraten jetzt hier waren einfach nicht in der Lage, komplett durchzugaren. Also ne, die sind auch noch so innen roh, kannst auch gar nicht essen. Die werden gleich in dem Sud schön durchkochen, nur dass es jetzt zerfällt. Es soll jetzt zerfallen. Ich gebe jetzt, wie gesagt, die Hähnchenbrüste zurück. Und alles, was hier auf dem Brett ist, gebe ich da auch noch rein. Das heißt, den Saft, alles drauf von dem guten Zeug. Und jetzt wird es halt einmal angegossen. Diese Passata hier ist auch einfach nur Resteverwertung. Alles ist da, es wird sogar noch ein bisschen mehr nehmen. Und jetzt ein paar Stück zu Tomaten. Du kannst aber auch, wenn du einfach das zerkocht, nicht nur Passata nehmen, du brauchst keine Tomaten nehmen. Erfahrungsgemäß bin ich nicht so der Fan, dass man nur Tomatensud da reingibt. Ich gebe jetzt noch 200 ml Wasser dazu. Das kannst du auch verkochen lassen. Jetzt müssen wir den Spaß nochmal würzen. Also das Rub gibt schon ziemlich viel Aroma ab. Ich gebe immer trotzdem noch ein bisschen Pfeffer und Salz darauf. Weil in dem Rub ist ja Zucker drin. Und das ist das Problem. Das macht es dann alles sonst zu süß. Jetzt alles köcheln lassen, auf dem Herd, auf dem Grill, kannst sogar im Backofen machen, aber das werde ich jetzt natürlich nicht machen. Und dann sehen wir uns gleich in 2 Stunden zum Pullen wieder. Jetzt holen wir den mal rüber. Ich habe den mal aufgrund eines Sturms, den wir gerade haben, nicht im Grill gemacht und nicht im Kohle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist schön einreduziert. Aber ich habe nochmal zwischendurch ein bisschen Brühe nachgegeben, weil mir es dann teilweise zu stark einreduziert ist und angesetzt ist. Jetzt gerade ist nichts mehr angesetzt, hast schon wieder alles gelöst. Aber du gibst am besten zu den Tomaten noch 500 ml Wasser dazu. Oder gibst einfach eine ganze Flasche Passata dazu. Geht auch. Jetzt könnte man theoretisch so eine Pulled Pork oder irgendwas an Klon nehmen. Aber das mache ich nicht. Mal gucken, ob der Fokus stimmt. So, jetzt haben wir's. Weil ich so eine Claw auch gar nicht habe. Also, wenn du das öfters machst, kannst du das wahrscheinlich auch dir mal zulegen. Ich verlinke dir auf jeden Fall mal eine ordentliche. Und das Fleisch ist schon so zart, dass der fällt auf jeden Fall. Und es ist mir gerade auch schon beim Durchrühren einmal zerfallen. So, und das Wasser auch schon wieder. Du hast gesehen, dieses Pulled Chicken Rezept ist sehr einfach. Muss einfach ein bisschen aufpassen, dass es nicht ansetzt unten. Und ansonsten, auf dem Gasgrill nimmst du dann so 160 Grad, wenn du es einstellen kannst, würde ich dir empfehlen. Und lässt es einfach dann in den Topf köcheln. Du kannst natürlich auch niedrigere Flammen nehmen, aber dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Also die 2 Stunden sind auf jeden Fall für 160 Grad angesetzt. Wenn du das mal nachgemacht hast oder deine Lieblings-Pulled-Chicken-Variante oder Pulled-Pork-Variante, kannst du mir in die Kommentare schreiben. Ansonsten das Rezept findest du auf Instagram unter dem Reel hierzu. Und dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.